So, ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zur nächsten Folge, der vorletzten Folge der zweiten Staffel von Phantasia World Resort. Es geht ja auf jeden Fall weiter, das habe ich ja schon gestern angekündigt. Und zwar, die nächsten zwei Wochen gibt es Special-Folgen. Da kümmern wir uns ein bisschen um die Main Street und passen da noch ein paar Kleinigkeiten an. Unter anderem das Theater muss ja angepasst werden, das habe ich ja während der zweiten Staffel mal ein bisschen erweitert. Ja, von außen schon mal zumindest. Innen drin muss noch was getan werden. Morgen startet ja auch die neue Challenge. Dafür gibt es ja auch noch mal ein kleines Mini-Video dazu. Aber so, jetzt sind wir natürlich wieder im Speedbuild-Part und worum geht es jetzt? Ja, wir machen jetzt weiter mit dem Gebäude gegenüber vom Konzertgebäude. Von der Konzerthalle, Halle kann man ja nicht sagen, sondern von der Konzertbühne. Das war ja jetzt auch schon fällig, dass das jetzt kommt. So, jetzt erstmal das Dach natürlich gemacht. Da ein paar Außensäulen. Also das Ganze noch ein bisschen ausgestalten müssen wir ja auf jeden Fall. Ja, das hat auch Spaß gemacht, definitiv. Also da hatte ich schon richtig Freude dran. Und die Konzerthalle wird jetzt auch mal fertig gemacht, ne? Also das Konzertgebäude selbst muss ja auch noch seine Anpassung kriegen. Ja. Das war ja auch schon relativ jetzt fällig. Ja, das ist jetzt das letzte Bauteil quasi, was in dieser Staffel daran gemacht wird. Am Ressort selbst. Und fast das letzte, würde ich sagen. Ja, ich glaube, noch eine Mini-Kleinigkeit habe ich noch gemacht, aber dann ist auch ziemlich gut gewesen. Rest machen wir vielleicht noch eine Special-Folge. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, vielleicht was man noch verbessern kann, ja, dann mache ich es in der Special-Folge. Ja, wie gesagt, die Special-Folgen sind ja nur dafür da, um Sachen anzupassen. Ja, um nachträglich Ideen, die aufgekommen sind, umzusetzen, die in der normalen, regulären Staffel ja dann nicht umgesetzt wurden. Ja, darum geht es ja. So. Hier mal ein bisschen von außen noch ein bisschen so gestaltet. Ja, habe ich gedacht, komm, kann man ja von außen auch das Gebäude ein bisschen verschönern. Ja, so ein bisschen Szenerie spielen, ja, mit diesen Blöcken spielen. Ja. Ich finde, das ist gar keine schlechte Idee gewesen. Um dem Ganzen ein bisschen, ja, einen eigenen Stil zu geben einfach auch. Ja. Das ist ja auch notwendig, dass die Gebäude so ein bisschen ihre Unterscheidbarkeit haben. Dass man erkennen kann, okay, das ist das Gebäude, das erkenne ich wieder, wenn ich daran vorbeilaufe. Ja. Die Leute sollen sich auch wieder zurechtfinden können. Ja, die sollen sagen können, okay, ja, da, das Gebäude habe ich schon gesehen, ja, das ist doch cool. Lass mal zum nächsten Gebäude rüberlaufen. Hier habe ich natürlich auch geguckt, dass ich, da habe ich einfach mal das Ding umgedreht. Passte ja. Ja, damit das, ein bisschen Symmetrie, ihr kennt mich ja, ja, Symmetrie ist ja mein Lieblingshobby. Vor allen Dingen bei Planet Coaster ein bisschen Symmetrie dafür zu sorgen, dass die Sachen zusammenpassen. Ja. Ist ja nicht unbedingt so leicht, wie man immer denkt. Immer so in meinen Augen zumindest. So. Ja, und dann sind wir auf der Rückseite, ja, auch angekommen. Da auch nochmal ein bisschen dran rumgebastelt. Ist auch nicht 100% perfekt. Und da achte ich ja auch mittlerweile drauf, dass es nicht immer alles 100% perfekt ist. Aber es geht nicht. Ne? Also dann, diese kleinen Mini-Fehler, die sind extra. Die lasse ich auch, wenn... Wenn ihr dann nicht natürlich sagt, ja, komm, also diese kleinen Mini-Fehler, die müssen nicht sein, also ein bisschen gleich, es kann ruhig schon 100% symmetrisch sein, dann passe ich's an. Ich habe auch das GUI auch manchmal teilweise so angelassen, hat mich einfach nicht gestört dabei. Das ist es ja auch, manchmal stört es einen gar nicht, dass man da im Hintergrund so am Ackern, dass da so Sachen wie das riesengroße GUI gar nicht auffallen. Ja, ansonsten bin ich jetzt aktuell wieder mit einem Full-HD-Monitor unterwegs. Deswegen sind die Aufnahmen auch in Full-HD. Also nicht wundern, warum ich da jetzt auf einmal wieder in Full-HD die Folgen kommen. Die kommen wieder in... die kommen ab
Ja, sagen wir mal Mitte Dezember werden sie wieder in WQHD kommen. Na, keine Sorge, ich habe jetzt, der Monitor ist nicht kaputt oder so, aber ich habe den jetzt einfach nicht mit nach Karlsruhe genommen. Ich hatte da keinen Bock drauf. Warum auch? Ja? Warum soll ich den mitnehmen? Ich brauche ein bisschen, ich muss eh einiges an einige Sachen mitnehmen, wenn ich wieder nach Hause komme, wo ich mein anderes Internet habe und ja. Jetzt da eine kleine Zugangstür, dann kommt da so ein abgesperrter Bereich, da haben wir diese Palisaden quasi hingeknallt. Also der Weg ein bisschen mit Sand, ja, so dass es wirklich angedeutet ist, dass da wirklich jemand lang geht. Ja. Jetzt geht's natürlich wieder an kleinere Szenerie-Sachen. Ja. So ein paar Autos, der LKW wieder, ne? Der gute alte LKW. Ja, wieder mal in Schnellverfahren zusammengeklaut. Dann habe ich mir gedacht, komm, da kann man ja vielleicht irgendwie bei der Bühne ja auch irgendwas machen. Ja, die Bühne musste halt auch noch ihre letzten Anpassungen haben. Da habe ich mir gedacht, komm, dann machst du auch diese Streben dran, dass das auch wirklich so irgendwie festgehalten ist. Ja, dass es noch, wenn es nach vorne gekippt ist, das Flugzeug, ja. Es ist ja kein hundertprozentiges Flugzeug, das ist ja klar. Ja, das ist dann halt. Und ich habe mir gedacht, von außen diese Dinger sieht vielleicht ein bisschen realistischer aus noch. Wenn das da noch zusätzlich von außen, dass es so aussieht, als wäre das aufgespanntes Tuch. Ja, die schwarzen Sachen. Ja, dass es so aufgespannt wäre. Was dazwischen gespannt ist. Ja, ich denke mal, passt so, dann noch ein paar Spots dran. Ja, die kann man ja dafür auch verwenden. Ja. Dann die Beleuchtung noch ein bisschen dran gemacht. Ja, vor allen Dingen die Beleuchtung war jetzt ja auffällig. Der ganze Park war auch noch seine, die ganze Ressort musste ja noch seine Beleuchtung kriegen. Und da habe ich dann abwechselnd die Lampen gesetzt. Dass sie so ein bisschen versetzt sind. Ja, das macht das auch ein bisschen weniger generisch, ja. Weniger als würde es einfach ein Computer erstellt, sondern ja, da sitzt wirklich jemand, der hat sich auch Gedanken drum gemacht, die Beleuchtung so ist. Da noch ein paar Spots hin, ja. Die kann man ruhig sehen. Die kann man ja auch ruhig sehen. Also es muss ja nicht immer alles komplett 100% versteckt sein. Man weiß doch, dass man ein Freizeitpark ist, ja. Das kann ja auch ruhig dann auch sichtbar sein. Zum Beispiel die Spots habe ich jetzt gesagt, okay, die können ruhig sichtbar sein. Da oben die jetzt diese Säulen, wie heißt es? Säulen. Ja. Ich sag jetzt nichts mehr. Säulenfackeln. Ja, so. Säulenfackeln. Jo, passt. Ich nenne sie einfach jetzt mal Säulenfackeln. Ja. Ja, und jetzt kommt wieder der große Gärtner geht rum. Aha. Pflanzt erstmal ein paar Palmen, damit das alles so schön ausszeneriert ist. Damit das nicht so kahl aussieht, vor allen Dingen. Ja. Die Bühne, der Bühnenbereich soll ja nicht kahl aussehen. Ist ja durch den Formschnitt abgetrennt. Ja, das bleibt auch so. Die Karre ist steht einfach ein bisschen im Sumpf. Ja, ein bisschen versumpft, das Ganze. Ja. Da noch ein bisschen die Dinger hingemacht. So, jetzt gibt es noch eine neue Außenverkleidung fürs Gebäude. Ja. Da habe ich mir gedacht, komm, da haben wir ja diese Tempelblöcke, die sind ja nicht gerastert, wie alles sonst gerne in Planet Coaster gerastert ist. Das ist auch ziemlich nervig, sag ich mal so. Das ist ziemlich nervig, wenn da alles immer mit einem Raster verbunden ist und man die Sachen dann punktgenau zusammenbauen muss. Da bin ich echt froh, dass sie das weggelassen haben. Das könnten sie gerne bei den anderen Wänden auch machen, dass da einfach kein Raster ist. Dann kann ich mir auch schön die Gebäude auch ein bisschen leichter zusammenbauen auch. Ja? Warum muss alles ein Raster haben? Also Frontier, schaltet das Raster aus oder macht's optional, dass man das Raster ausschalten kann. Ja.
Hier habe ich jetzt auch den Eingang ein bisschen gethemed. Den Zugang zur Bühne. Kann man ja auch ein bisschen themen. Ja, die Türme oben. Auch nochmal ein bisschen theming. Ja. Man muss ja nicht übertreiben. Ne? Also es ist schon sichtbar, dass das da quasi ja ein bisschen dass es künstlich ist. Und das soll ja auch ruhig sichtbar sein, dass es künstlich ist. Ja. Aber dass es halt nur aufgesetzt ist. Aber die Bühne soll schon schön aussehen. Und ich finde, ja, wir haben es schon gut hinbekommen. Ja, und man hat jetzt auch, ich habe jetzt da einen Platz gefunden, ne, das seht ihr gleich, wo ich Effekte noch verstecken kann. Ne, Effekte. Ja, könnte das etwas mit der Challenge zu tun haben? Hm, vielleicht. Vielleicht auch nicht, ne? Was haben wir so schön? Lasst euch überraschen. Ja, jetzt muss ich erstmal den richtigen Effekt finden, den ich da verwenden kann. Und diese kurzen Feuerstöße sind ja jetzt nicht, die Sachen sind da alle oben hitzebeständig, ne? Die sind schon so ausgelegt. Hitze- und wasserbeständig, dass das da zusammenpasst. Jetzt habe ich die Display-Steuerung schon mal ein bisschen zusammengeklöppelt. Aber ich habe mir gedacht, komm, wenn ich das jetzt noch da zusammen entwickle, da weiß ich gar nicht mehr. Dann komme ich wirklich. Da bin ich bestimmt dann mehrere Stunden oder Tage beschäftigt. Nur um mit dieser Display-Steuerung irgendwie einen 2-Sekunden-Song oder sonst was zusammenzubauen. Weil ich mich damit einfach gar nicht auskenne. Ja. Ich habe damit noch nie großartig gearbeitet. Mit der Display-Steuerung höchstens bei Achterbahnen halt, um dafür zu sorgen, ja, wie sagt man so schön, dass, ja, wie sage ich es jetzt einfach? Ja, dass die Türen zum Beispiel genau richtig aufgehen. Ja, solche Sachen halt. Ja, und jetzt war der letzte kleine leere Fleck. Da kümmere ich mich jetzt hier drum. Ja, da kommt auch nochmal ein Jeep hin, der beleuchtet ist mit 2 Spot-Lampen. Und jetzt können wir beim letzten Gebäude, ne? Vorne. Da kommt der Abschluss. Das muss ja auch noch hin. Das war ja auch noch eine neue Aufnahmesession. Da habe ich dann das gemacht. Ihr seht, ich habe das jetzt nicht alles an Stück gebaut, sondern wirklich mehrere Aufnahmesessions hatte ich in dem Moment so zusammengeklöppelt. Um das, sagen wir mal, das Ressort ist heute so gut wie ist eigentlich fertig. Das Ressort selbst ist eigentlich, ja, kann man sagen, fertig. Ja, fehlt eigentlich nichts mehr. Ja, ich habe mir dann noch gedacht, ja okay, die 21. Folge gibt es ja morgen. Ja, das ist dann nochmal, wo ich mal wirklich etwas sehr starke Veränderungen habe nochmal im Park. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Säulen, kann man ja mal hinmachen. Vielleicht noch, kommt da vielleicht ein Geschäft, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Sehen wir gleich, ob was kommt oder ob ich das jetzt einfach so mache. Ja, Spaß und Freude habe ich ja sowieso. Und die Mauer ist halt wirklich da, um das so ein bisschen abzugrenzen im Moment. Ich habe nämlich noch keinen richtigen Weg gefunden, wie ich jetzt das ein bisschen offener vielleicht gestalten kann, ohne diesen Effekt zu zerstören. Dass man da wirklich in einem neuen Themengebiet ist. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Ich weiß nicht, wie man das vielleicht besser machen könnte. Ja, also wenn ihr da Ideen habt, wie man das vielleicht besser machen kann, schreibt's mir gerne in die Kommentare, also ich freue mich drüber. Wenn da irgendjemand eine Idee hat, wie ich das ein bisschen mehr Inklusion, ich weiß gar nicht, ob man da richtig bin. Wie man das einfach zusammenkriegt, ne? Dass das eine Sache ergibt, das Ganze. Ja. Und das ein bisschen klarer eine Sache ergibt. Ja, und hier habt ihr wieder gesehen, ne, das Auswahltusch meint dann wieder irgendwas zu machen, aber nicht das, was ich will. Ja, wirklich nicht das, was ich will, gar nicht. Weil ich wollte eigentlich einfach nur den Giebel da abschließen. Ja, deswegen habe ich dann ein neues Gebäude draus, aus diesen Dingern ein neues Gebäude gemacht und dann war man da relativ langsam.
Ja, und da habe ich jetzt auch mal die Fenster eingesetzt. Ja, das haben wir ja beim Schmunzelmonster gesehen. Und das habe ich gedacht, okay, das kann ich auch machen. Also, ja, und jetzt kommt da eine kleine Leinwand hin. Da wird dann wird auch noch ein Bild fertig, muss man noch mal fertig machen dafür. Ja, da soll dann der Parkplan hin. Das sehen wir ja auch hier. Da kommt der Parkplan drauf. Der Gesamtparkplan. Ja, jetzt habe ich noch geguckt, wo ich Sachen habe. Hier zum Beispiel ein bisschen ausgestalten. Ja, dass da noch der Sand um die Gebäude rum ist, damit das nicht so aufgesetzt wirkt. Ja. So, jetzt hatte ich überlegt, ja, kann ich da vielleicht einen Shop so selber bauen? Ja, da war ich wirklich, wusste ich nicht. Mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Ihr seht ja, ich habe es einfach mal probiert, mit Regalen das zu machen. Ja. Aber ich habe einfach nicht die passenden Sachen gefunden, um das da ins Regal zu tun. Und ich da jetzt 100 Cola-Dosen, gelinde gesagt, da selber gestaltet, da ins Regal stelle. Oder mit einem Display arbeite. Dann sind wir ja beim nächsten Bild. Ja. Was wir da wieder verwenden müssen, um dafür zu sorgen, dass es schön aussieht. So, und da habe ich dann jetzt gemerkt, wenn ich das jetzt... Das sieht einfach nicht aus in meinen Augen. Das sieht es nicht aus. Das ist es nicht. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Machen wir einfach einen Shop rein. Ende aus Mickey Mouse. Ein Weg dahin. Ja. Dann kommt da halt die Hecke mal weg. Ja. Wird die Hecke mal ein bisschen weggemacht. Dann kann man da hingehen zu diesem Shop, kann man sich was zu trinken holen, ein paar Fässer noch hin, ja. Da habe ich mir gedacht, komm, das kann man ja mit einem Seil irgendwie, kann das ja da festgehalten werden, dieses Halbfass. Ja, passt doch. Ja. Man muss das ja nicht immer übertreiben, also man muss es ja wirklich nicht immer übertreiben mit den Dingern. Ja, und da... Ja, habe ich mal ein bisschen hier mit der Szenerie rumgespielt, habe mir gedacht, komm, kann man ja vielleicht so machen, ja, dass es dann halt von der einen Seite komplett abgeschlossen ist. Da kommt dann noch eine Palisade hin, habe ich noch eine Mini-Palisade hier hingeknallt, ja, passt ja auch zusammen, wo man dann irgendwas noch einzäunt mit. Da habe ich erstmal gedacht, komm, dann kann man da vielleicht eine Statue, nee, Statue ist zu groß. Statue ist definitiv zu groß. Dann halt so einen kleinen Brunnen noch dahin, ein bisschen grün rum. Ja. Und vielleicht noch ein paar kleine Pflänzchen. So als Abgrenzung. Und da sind wir im Lifetime-Part. Und jetzt sehen wir mal das Ganze von oben und fliegen langsam drauf hinzu. Ihr seht jetzt, wie groß das Themengebiet ist überhaupt. Ja. Es ist riesig. Ja. Es ist gar nicht so klein, wie man eigentlich denkt. Es ist wirklich... so groß und so umfangreich. Ja, wir haben das Hotel, da haben wir gemacht. Da waren wir ja lange beschäftigt, inklusive seinem Außenbereich. Dann fliegen wir jetzt langsam auf den Außenbereich hinzu. Ja, langsam auf diese Liege, wo die Leute sich dann gemütlich hinlegen können. Am Jacuzzi vorbei, an der Ruhebar. Ja. Und einmal... an dem Trinkkiosk, an der Getränkebar noch vorbei, vom Gulpi, gesponsert natürlich, und einmal übers Hotel hinweg, ja, nochmal die Aussicht genießen. Das haben wir ja wirklich, da waren wir jetzt schon lange nicht mehr, ja. Jetzt nochmal durchs Restaurant, bisschen gemütlich durchfliegen, ja. An der Spieluhr vorbei, an der Glocke vorbei, und dann geht's wieder raus. Über den Marmorboden heraus, ja, an der Rezeption vorbei, mal kurz reingecode. So. Entschuldigung. Ja, da haben wir jetzt die Ferienhäuser gesehen, den Spielplatz sehen wir hier. Man sieht das Flugzeug da oben hängen. In der Halle, ja. Dann hier zum Brunnen hin oder zu dem letzten Gebäude. An dem Wasserfall vorbei, dem Grinsi vorbei, den wir ja gestern gebaut haben. Ja, an dem letzten Ferienhaus vorbei, an unserem neuesten Ferienwerk hier. Ja,
inklusive Abstellbereich für den Müll und sonst was. Muss ja sein, ne? Also es fällt ja schon Müll an. Ja, da fliegen wir jetzt. Sehen wir nochmal die Bühne. Ja, wo eine tolle Show stattfinden kann. Ja? Wo eine richtig tolle Show stattfinden kann oder ein tolles Konzert gemacht werden kann. Ja. So. Jetzt sehen wir den Parkplan noch. Ja. Gehen wir nochmal hier was Getränke holen, ne? Über den kleinen See hinweg. Ja, das kann man richtig schön genießen. Also ich finde, ist uns wirklich richtig schön gelungen. Ja. Ist wirklich toll geworden. Ja. Ich finde, das ist so ein schönes, kleines Themengebiet. Ja, so klein ist es ja eigentlich gar nicht, aber hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. So, jetzt sind wir in der Nacht. Man sieht die Suchscheinwerfer laufen, man sieht, die Party kann richtig beginnen, ja, wo die Leute so richtig Partystimmung kriegen. Ja. Auch die Konzerthalle, das Konzertding hier, super geworden. Also mir gefällt's jetzt. Auch die Beleuchtung, dezent, nicht zu stark, nicht zu schwach. Ja, hier bei dem Gebäude ist mir gerade aufgefallen, hätte man vielleicht noch was machen können. Aber das machen wir dann in der Special-Folge. Ja, wenn wir da noch was haben, schauen wir in der Special-Folge drüber. Ja. So, da ist der eigentliche Restaurant-Eingang. Da fliegen wir nochmal durchs Restaurant hindurch. Genießen es, über dem Marmorboden hinweg zu fliegen, nach draußen. In den Außenbereich, wo die Leute richtig schön entspannen können. So, und ich sage an dieser Stelle schon mal, ich wünsche euch einen schönen Samstag. Schaltet ein beim Park, schaut euch auch den Parkcheck an, ja, der rausgekommen ist. Genießt es und ich wünsche euch bis morgen einen schönen Samstag. Bis denn, euer Hannibal. Ciao.